Wie gesagt, Schütze Schalier rausschmeißen mal. Sie ist noch ganz passabel. Also eigentlich den Krieger und den Schützen rausschmeißen und durch was Besseres ersetzen. Das wäre nicht schlecht. Ja, aber ich bräuchte wieder einen Krieger, der Bereit und los! Amras Rüstung tragen Folgt kann. mir! Folgt mir! Sofort! Sofort! Bereit und los! Vorwärts! Vorwärts! Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Haltet durch, Männer! So. Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Was wünscht die Rune? Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Jetzt erstmal den Prätorianer loswerden. Was wünscht Auf die Rune? Feindlicher Angriff! Ich glaube, bei der Prätorianer greift mal jemand anderes an. Schließt die Reihen! Ich hoffe eigentlich, dass man nicht alles an ihr abprallt. Oh, der dunkle Flugabfall gewirkt. Haltet durch, Männer! Das ist an ihm abgeprallt. Sie sind überall! So, Prätorianer tot. Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Feindlicher Angriff! So, Feuer! Schließt die Reihen! Haltet durch, Männer! Stirb! Stehe verstanden! Bereit! Mir nach! So, das heißt, wir gehen jetzt hier rüber und da runter und töten Anda. Oh, noch eine Aura der Stärke 12. Die können wir reinpacken. Mal überlegen. Ich bin jetzt 36. Ich habe also noch 14 Level. Macht 28 Punkte. Wenn ich das hier auf 12, brauche ich 6. Mach noch 22 Punkte. Das hier um 3 erhöhen auf 15. Mach nochmal 6. Sind wir bei 12, haben wir noch 16 Punkte. Das hier, jeweils hier. Hier 8, 12, ja. Macht 24 Punkte. Bleiben noch 4 Punkte übrig. Die vielleicht noch im Fernkampf oder Weißmagie gehen mal gucken. Auf meinen Befehl! Sofort! Schnell! Und los! Bringen wir es zu Ende! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Stehe bereit! Schlagt sie zurück! Achtung!
Schließ die Reihen ausgeführt. Okay, du beißt heftigst zu. Zu Befehl. Feindlicher Angriff! Sie sind überall! Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Haltet durch, Männer! Aber wir kriegen ihn down. Kommt her! Runenkrieger! Auf mein Kommando! Ich muss euch mehr berichten! Folgt mir! Ja, sprecht noch einmal mit Grün im Westen der Schwarzen Küste. Grün will euch einen weiteren Teil seiner Geschichte erzählen. Wahrscheinlich müssen wir noch mehr töten. Auch den habe ich jetzt ausgelassen. Hätte ich den da auch auslassen können. Egal. Oder hat einer von euch Händlern vielleicht eine gescheite Rune für mich? Du hast gar keine Runen. Auch nicht. Ihr seht alle aus wie die Magier. Außer du. Du siehst aus, als ob du hier normales Zeug verkaufst. Genauso wie ihr beide eigentlich auch. Ja, keiner von euch verkauft Runen. Das heißt, dann müssen wir nach Empyria. Oh, der hat einen guten Sprung gegeben, der Drache. Ein guter Kampf. Ihr habt gesiegt. Und die Geschichte geht weiter, so wie damals. Was geschah damals? Also, muss ich zwei weitere Drachen erschlagen, bevor ich Lauren gegenüberstehe? Ja, wisset, dass Iridon viele Helfer hat. Achtet auf diejenigen, die seine magische Kraft stärken. Sandar ist mächtig, aber sein Leben steht und fällt mit seinen Dienern. Und sollte dir Lauren gegenüberstehen, dann müsst ihr die Quelle seiner Kraft unterbrechen, damit er sich nicht vervielfältigen kann. Ja, vorwärts! Schnell! Okay, nochmal. Vollendet Gurims Prüfung. Nun kennt ihr den zweiten Teil von Gurims Geschichte. Stellt euch seine Vergangenheit und vollbringt, was dem Zwerg nicht gelang. Bezwingt den Seedrachen Zander. Zander ist der letzte von Gurims Opfer. Gurim sagt, das Leben des Seedrachen steht und fällt mit dem seiner Diener. Iridon war der dritte Seedrache, den Gurim besiegen musste. Der Zwerg bat euch, auf die Diener des Drachen zu achten. Vor allem auf diejenigen, die ihm Kraft geben. Laurim ist erschienen. Gurim macht sich auf den Weg zu ihm. Bezwingt Laurim, bevor er Gurim ein zweites Mal schlagen kann. Sollte der merken, dass er sich vervielfältigen will, bei ihm berührt schnell einen seiner Drachensteine, um dies zu verhindern. Mhm. Aber jetzt ist erstmal Zander dran. Bereit! Und los! Sofort! Das heißt, wir sollten uns eher auf seine auf meinem Befehl. Schnell! Er ist stark. Zum Angriff! Sie sind überall! Schließ die Reihen! Sie sind überall! Schlagt sie zurück! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Schließ die Reihen! Die Rune befiehlt. Vorwärts, Krieger! Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Okay. Auf mein Zeichen, vorwärts! Verstärkt die Deckung! Nee. Schnell! Achtung! Mir nach!
Ich kann es doch mal probieren, aber ich glaube, dafür sind wir wirklich noch zu schwach. Und vor allem sollte Zander anfangen, sich zu regenerieren, wird das noch lustiger. Na, regeneriert? Ja, Zander regeneriert sich. Auf meinem Befehl. Okay, das heißt, die Quest wird erstmal pausiert. Wir gehen auf den Bazar von Katai. Ich habe selber noch nicht das wirkliche Level, wahrscheinlich nicht mal, um Laurin zu besiegen. So, mal gucken. Welche hier haben Runen verkauft? Kriegersunder wäre eine Möglichkeit. Du verkaufst auch Runen. Du verkaufst die besseren Runen. Die um einiges mehr Geld kosten. Du würdest mir ja, Priesterin Jasmin verkaufen. Die beiden habe ich hier verkauft. Den Krieger, den hätte ich gerne, ehrlich gesagt. Geben wir mal das Geld aus. Das heißt, wenn ich das nächste Level up habe, ja, du hattest einen Kämpfer, gell? Ja. Gut, beißen wir mal die sauren Apfel und kaufen die beiden. Das heißt, du kommst dahin und du dahin. Du kannst ruhig den hier haben. Den brauchen wir nicht mehr, so hart es auch klingt. So, du bist ein Kämpfer. Stichwaffen, leichte Rüstung. Das heißt, das kommt in deine linke Hand und ja, warum nicht sowas in deine rechte? Wobei, nimm das Seelenschwert. So, rüstungsmäßig. Windtänzerplatte, weil die ist die beste leichte Rüstung, die wir haben. Könnten die auch theoretisch die geben, aber Fähigkeit, Geschicklichkeit ist wichtiger für dich. Ne, geben wir ihm eine Stahlkappenhose, genau. Oder? Ja. Gut, helmmäßig. Ruhig den uralten Nordhelm. Ringe. Der macht viel her, ja. Mehr Kampfgeschwindigkeit. Und Odwins Ring noch dazu. Gut, du bist unser Schütze gewesen. Na, nimm. Na komm, nimm das Gartenschwert. Und nimmt die Armbrust. So, müssen wir das machen. Schattenklingenpanzer ist gut.
Ja, das Ding ist auch nicht schlecht. Sieht zwar ein bisschen komisch. Na, oh, geht eigentlich. Helm aus Elfenstahl ist wahrscheinlich besser. Ne, nimm den Gartenhelm. So, Ringe. Ja, Meisterring der Diebe.